Ich setze mich hin und versuche mich loszulösen von meiner selbst. Ich denke darüber nach, wie viele Geschichten auf dieser Welt in einem Moment geschehen. Irgendwo weint jemand, irgendwo lacht jemand, irgendwo schläft jemand und irgendwo klingelt ein Wecker. Jemand macht sich einen Kaffee, ein anderer isst sein Abendessen. Egal wann, immer wird es irgendwo Nacht und irgendwo Tag sein. Immer wird es irgendwo jemanden geben, der im letzten Drittel der Nacht im Gebete weint. Immer wird es irgendwo ein vertrauliches Gespräch zwischen Diener und Herr geführt. So viele verschiedene Empfindungen und so viele verschiedene Ereignisse. Jeder Mensch allein lebt in seiner Welt, mit seinen Gefühlen, Emotionen und Sorgen. Aus der Perspektive des Einzelnen regnet es und es fühlt sich für ihn so an, als ob es auf der ganzen Welt regnet. Doch für den Herrn sind mehr als 7 Milliarden einzelner, individueller Empfindungen nicht schwer zu erfassen. Er weiß, wie jedes Herz in jedem einzelnen Augenblick schlägt und welche Gefühle es in sich verbirgt. Er kann das. Und das ist etwas, was mich zutiefst beschämt. Genau deshalb, weil ich nur die beschränkte Welt eines Einzelnen verarbeite, kann ich mir nie wirklich bewusst darüber werden, wie gewaltig und erhaben dieser mein Herr ist. Und weil ich seine Allmacht nie wirklich bewusst werden kann, schäme ich mich, dass ich, obwohl ich in Worten beschreiben kann, wie viele unzählige Dinge er erfasst, ich niemals in diesem Leben diese Ehrfurcht und diese Demut gegenüber ihm empfinden werden kann, die ihm gebührt. Syntax.de. Der Tod genügt als Ermahnung.